Philipp Ober ist Freiwilliger am Szene Open Air in Lustenau. Philipp, wie weit sind denn die Arbeiten am Festival schon? Ja, wir sind recht gut im Plan eigentlich. Also die Bühne ist hier oben fertig, wir waren in der Früh gerade Technik rein. Zirkuszelt hinter uns ist gerade im Aufbau. Es werden im Backstage jetzt die ganzen Zäune fertig gebaut, die ganzen Garderoben eingerichtet. Also an sich sind wir dort, wo wir sein sollten vom Plan. Wo hilfst du überall mit? Mein Zuständigkeitsbereich ist eigentlich die Produktion von der Bühne. Das heißt, die ganze Künstlerkoordination, die Bestellung von Bühne, Technik. Ja, im Endeffekt alles, was auf der Hauptbühne passiert und im Zirkuszelt auf der Bühne, das sind so meine Hauptaugenmerke. Auf welche Bands freust du dich am meisten? Ich halt persönlich freue mich sehr auf die Bloody Beetroots und natürlich auch die Baby Shambles. Ja, das sind so Mini-Highlights für den Festival und freue mich drauf, ja. Heute ist ja schon die 25. Auflage. Was wird es Besonderes für die Besucher geben? Als besonderes Schmankerl heuer haben wir uns die Tagesbühne. Das ist am Campinggelände hinten, gibt es eine Bühne, die von 12 mittags bis um 8 am Abend bespielt wird mit elektronischer Musik. Und das ist so die Jubiläumstagesbühne am Campingplatz.